Türkei gegen Österreich. Türkei beleidigt und provoziert arrogant und überheblich Österreich. Botschafter Deccan begann es. Davutoğlu setzte es fort mit einem Veto gegen Plasnik als OSZE-Chefin. Was die Türkei auch noch des Wortbruches schuldig macht. Und zu einem Land, dem man keinesfalls vertrauen darf. Gegenwehr von Österreich beschränkt sich auf ein wenig irrelevanten Protest. Soweit, so nichts Besonderes. Österreich hält ja dank Macht in Händen von linken Menschenverachtern und Heimathasseren wenig vom eigenen Land. Ich zitiere die Antifa Wien. Das Bild einer Gesellschaft, in der wir nicht leben wollen. Christen. Drogenfahnder. Schule. Tag der Heimat. Zivilpolizisten. Brauchtum. Preußen alias Deutsche. Zitat Ende. Die Deutschen. Ebenso in geisteskranker, linker Hand treiben's übrigens teilweise noch etwas gestörter und natürlich noch dümmer. Mit blankem Hass auf die Heimat. Gegendemo der Freien Deutschen Jugend. Seit an Seit marschieren der Schwarze Block und 700 Polizisten. Was wäre denn die Alternative zu diesem Land, zu diesem Staat, zu Deutschland? Weltweiter Kommunismus? Aber das nur nebenbei. Wichtiger ist das, was kaum ein Medium sich getraut hat, zu schreiben. Weshalb die Türken so zornig wurden. Der Hauptgrund war nämlich, dass die Türken weiterhin ihren eigenen Holocaust an Armenien in aller Ruhe und Boshaftigkeit leugnen möchten. Daher das verachtete Österreich das gefährlichst nicht zu erwähnen. Und schon gar nicht eine Frau, die ja für Türken nicht mehr als ein Hund ist. Als Abschluss ein paar Ausschnitte zu den grauenhaften Massenmorden der alten Türken und dass sie das tatsächlich verleugnen. Gestern jährte sich ein Massenmord, über den zwar kaum jemand etwas weiß, für die UNO aber war es Völkermord. Hunderttausende, wenn nicht anderthalb Millionen, kamen grausam ums Leben, als das Osmanische Reich 1915 begann, die christlichen Armenier zu vertreiben. Im Schatten des Ersten Weltkriegs wurde damit das Kaukasusvolk Opfer einer gezielten Vernichtung. Die Türkei als Nachfolgestaat aber leugnet diese historische Tatsache. Türkischer Patriotismus will von Völkermord nichts wissen. Geschlossene Geschichtskapitel, geschlossene Weltbilder. Türken sprechen bis heute lediglich von vereinzelten Übergriffen oder von einer Sicherheitsmaßnahme. Der Begriff Völkermord gilt als Tabu. Deswegen sorgte es für Aufruhr, als vergangene Woche eine US-Resolution das Vorgehen gegen die Armenier offiziell als Völkermord bezeichnete.